2023 wird in Schwerin ein neuer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin gewählt. Ein unerwarteter Kandidat hat sich am 5. Januar zur Wahl gestellt. Heiko Steinmüller. Der Kneipenwirt des Scotsman ist im politischen Milieu kein Unbekannter. Als fraktionsloser Stadtvertreter engagiert sich Steinmüller bereits seit Jahren in der Landeshauptstadt. Jetzt ist es seiner Meinung nach Zeit für den nächsten Schritt. Ich sammle ja Titel, wie viele wissen. Und beim Durchschauen meiner bisherigen Laufbahn merkte ich, dass ich noch nie Oberbürgermeister war. Jetzt habe ich mir überlegt, das wäre doch mal ein neues Ziel. Zum anderen ist es einfach so, ich habe Angst, dass es sonst jemand anderes wird. Eines Abends bei einem guten Whisky hat sich der Kneipenwirt ein Wahlprogramm ausgedacht. Ich werde ganz einfach den Fernsehturm sprengen lassen. Denn, wie wir alle wissen, gerade jetzt im Hinblick auf die Bewerbung zum Weltkulturerbe, ist das ja ein sprichwörtlicher Dorn im Auge der Schweriner. Dieses Problem hätten wir damit gelöst. Zum anderen brauchen wir mehr Platz für Studentenwohnheime. Und dann werden wir dort eine Elite-Universität installieren, so dass wir dann dem Zauberwort Segregation auch gebührend entgegenkommen. Ein weiteres Ziel des Stadtvertreters ist die Expansion der umstrittenen Nordumgehung. Innerhalb der Legislaturperiode soll das Infrastrukturprojekt eine Runde um die gesamte Landeshauptstadt umfassen. Der Rundkurs könnte beispielsweise die Formel 1 nach Schwerin locken. Als künftiger Oberbürgermeister würde sich Steinmüller dem Antrag der Fraktion Die Linke in der Stadtvertretung anschließen. Die Linksfraktion hatte demnach die Einsetzung eines Nachtoberbürgermeisters gefordert. Auch nach dem Verschwinden des Sonnenlichtes hätte dann jemand ein wachsames Auge auf die Landeshauptstadt und ein offenes Ohr für die Bewohnerinnen und Bewohner. Das Büro des Nachtoberbürgermeisters soll selbstverständlich in der Mecklenburgstraße 15 eingerichtet werden. Liebe Schwerinerinnen und Schweriner, in diesem Jahr ist es soweit. Wir wählen unseren neuen Oberbürgermeister. Erfolgreich, seriös, all das hatten wir schon. Lasst uns neue Wege beschreiten und das gemeinsam. Deshalb am 4. Juni beide Stimmen, am besten alle drei. Nehmt alle Stimmen, die ihr habt. Nehmt sie zusammen und gebt sie Heiko Steinmüller. Denn Heiko Steinmüller ist der Garant dafür, dass nichts so bleibt, wie es war.